Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, nachdem ich ja mit meinem Mitsubishi Eclipse-Aufbau kläglich beim letzten Straßenrennen gescheitert bin gegen den absoluten Über-Lambo, den Lamborghini Murcielago Super Veloce, ja, darf man nicht unterschlagen, habe ich mir gedacht, ja, da müssen wir mal dickere Geschütze auffahren, nämlich wir nehmen einfach den Nachfolger des Murcielago, den Aventador. Aber so wie wir den haben hier so in der Serie, ist er zwar schon echt übel mit seinen 700 PS, aber wir haben gesehen, dass der Murcielago des Gegners auch mächtig getuned war, sogar vom Leistungsindex fast an die X-Kategorie rangereicht hatte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann schnappen wir uns den mal und bauen den auch mal so richtig böse auf und auch mal so ein bisschen Street Racing mäßig. Und ja, ihr wisst schon, auf was es hinausläuft. Natürlich auf den Breitbau, auf das Liberty Walk Kit, was man darauf draufschrauben kann. Denn das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht im Let's Play. Ja? Also ich habe, wenn man bedenkt, wie viel die Folge das jetzt schon ist, habe ich es mir schon echt lange rauszögern können. Ich habe auch beim Lexus, wo man es ja machen kann, habe ich es auch noch nicht gemacht. Ja, müssen wir auch mal irgendwann mal noch machen. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt wird das Ding einfach mal ein bisschen schön breit gelegt. Ich mache das aber alles jetzt hier manuell. Deswegen werden wir jetzt am Anfang der Folge ein bisschen tunen und dann werden wir uns ja ein bisschen auf der Straße mit dem Murcielago battlen und dann werde ich endlich hoffentlich den Erfolg abschließen können. Umbauten, ich glaube, da kann man auf Heckantrieb oder so, das machen wir aber nicht. Wir könnten natürlich noch den Twin Turbo dazu knallen, dann kommen wir, wissen wir ja, auf was für eine Motorleistung wir am Ende kommen, aber da will ich jetzt gar nicht hin, sondern ich möchte jetzt hier auf das Liberty Walk umbauen. Ich meine, das ist schon, bam. Ja, ich meine, ich bin ja nicht so der Mega-Freund dieser vernieteten Kisten, ja, vor allem bei so einem Supersportwagen. Ich weiß ja nicht, lässt es dann auf einmal billig wirken, aber würde man mal von dieser diese Nieten mal ein bisschen absehen, ja, wo die hier dran gebracht werden und wären die Übergänge ein bisschen fließender, dann gibt es natürlich nichts, was man, oder kann man eigentlich nichts gegen so eine schöne Verbreiterung sagen. Und da wir jetzt sowieso so ein bisschen Street Racing-mäßig machen wollen, dann passt die Verbreiterung auch schon ganz gut, wie ich finde. So, weitermachen wir. Was können wir hier nochmal? Den Heckflügel, da machen wir natürlich auch entsprechend, da können wir auch den Vorderflügel machen, der würde auch gehen. Aber ich glaube, wir bleiben dann schon dem Ganzen treu und machen auch den großen Liberty Walk Flügel hinten drauf, der auch vor allem die Bremse verbessert oder den Bremswert verbessert, klar, weil da stellt sich ja schon ein bisschen was in den Wind, wenn man das machen würde. So, dann haben wir das drauf, dann kommen wir mal zu den Reifen, da werden wir auf jeden Fall die, sollen wir die hier nehmen? Aber ich glaube, die passen nicht, ne? Das kommt dann aufs Design an. Nehmen wir erstmal die normalen Rennreifen oder die beschrifteten können wir auch nehmen. Und dann können wir immer noch auf vielleicht die Hot Wheels, also die rotlinigen Reifen gehen. Ich würde sagen, volle Reifenbreite, wir nehmen den maximalen Grip, was wir kriegen können, nehmen wir auf jeden Fall mit. Felgen würde ich sagen, dann nehmen wir, gucken wir mal, die, entweder die hier oder aber die hier, nee, weiß, cool wären sie schon mal, aber hier wären auch ganz nice, die wären auch cool. Nee, ich glaube, wir nehmen einfach mal die hier. Die passen eigentlich auf den Lambo ziemlich gut. Deswegen nehmen wir die mal drauf. Wir können jetzt von der Felgengröße noch auf ein 20 Zoll gehen, aber ich will mal ein bisschen zurückgehen. Also ich finde, ist es nicht ein bisschen zu groß? Nee, es geht eigentlich, ne? Machen wir es mal hinten. Erst dann 21 Zoll. Upsala, auch hier. Ein bisschen zurückgehen hier. Ja, probieren wir es einfach mal, würde ich sagen. Zack. Und dann bauen wir mal schön munter drauf weiter los. Sagen wir mal Getriebe rein. Differential kommt auf jeden Fall auch rein. Die anderen Sachen gucken wir mal noch, ob wir Kupplung und die Antriebswelle reinmachen. Hier werden wir auf jeden Fall das Ding nochmal tiefer legen. Ja, jetzt liegt er richtig auf. Ja, da muss schleifen. Das muss schleifen, das Ding. Dann natürlich die Stabis und auch natürlich Gewichtsreduzierung. Wäre nicht unwichtig, würde ich sagen. Ja. Alles, was uns ein bisschen durch die Kurve bringt, ist nicht schlecht. Wir können jetzt überall bügeln. Nee, weiß nicht. Nee, lassen wir lieber. Finde ich optisch jetzt nicht so genial. Und so eine mega steife Karosse ist auch nicht unbedingt immer das Schönste. So, ich versuche mal den Maximalaufbau ohne den Turbo-Umbau. Mal gucken, wo wir hinkommen. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht mal. Ne? Wir müssen fast schon den Turbo nachrüsten. Das ist echt enorm. Oder sollen wir es mal probieren, ob wir es ohne diesen Turbo schaffen? Weil ich würde mal ganz gern eigentlich schon das ganz gern ohne diesen Turbo machen. Dann bauen wir das mal noch ein. Und dann müsste ich es halt quasi durch den Fahrskill und den Rest des Tunings rauskitzeln.
Aber wir kommen, wenn wir alles einbauen, nur auf einen NI von 962. Das ist sehr interessant. Obwohl wir alles drin haben. Ist ja interessant. Also müsste, wenn man vom LI her gegen den Musielago anstehen wollen würde, müssten wir sogar wirklich den Turbo-Umbau machen. Ja, der würde natürlich hier nochmal gewaltig nach vorne bringen. Ja, guck mal, wie viel mehr Leistung wir halt hätten. Aber ich würde es mal gern ohne probieren. Lass uns das mal ohne probieren und dann können wir immer noch nachrüsten. Ja? Ja, weil versucht macht klug. Ich will es mal hier jetzt bei der V12 Sauger Power bleiben. Ich meine, wie viel Leistung haben wir denn jetzt überhaupt? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Da gucken wir jetzt gerade nochmal schnell. Wir haben jetzt 595 kW. Ich rechne das gerade mal ganz kurz um in PS. Das wären dann 809 PS. Also schlecht ist es nicht. Knapp 100 PS mehr. Wobei ein bisschen mehr hätten wir schon aus dem Motor rausholen können. Aber wir hatten auch nicht so viel Einbauteile. So, gucken wir mal nach Design. Dann nehmen wir jetzt einfach irgendwie sowas Klassisches. Entweder eben das Blaue oder eben das Graue. Ich weiß gerade gar nicht, was jetzt cooler ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, das Blaue wirkt ein bisschen cooler und hat ein bisschen mehr Farbe halt vor allem. Ich nehme es mal, dann gucken wir uns das mal an. Aber sollte ja eigentlich, ist ja ein Liberty Walk Design, sollte ja eigentlich dann auch gut auf dem Auto aussehen. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Es wird gerade übernommen. Vor allem auch, wie die Felgen lackiert sind, bin ich mal gespannt. Denn die haben ja sonst so ein anderen Look, aber die sind einfach dunkel lackiert. Aber ansonsten passt das eigentlich ganz gut. Also ich mag ja dieses Liberty Walk, diese blaue Farbe. Also von dem her, ja, ich weiß, es ist irgendwo 0815, aber ja, passt ja irgendwo. Und von dem her, wie sagen, können wir das ja mal einfach so lassen. Und dann probieren wir einfach mal mit dem Flitzer unser Glück, ja, gegen den aufgebrezelten Musielago. Davor machen wir eine kleine Testfahrt. Ja, lenkt auf jeden Fall sehr direkt das italienische Vehikel. So, Schotter ist es nicht unbedingt das, wo ich das Ganze testen will, aber der geht schon gut voran. Also man merkt natürlich die ordentliche Gewichtsreduzierung. Wenn man bedenkt, dass ich Forza Horizon 1 ja, fast ausschließlich mit einem Aventador gespielt habe. Ich hatte zwei Stück in der Garage und ich hatte einen auf der höchsten Klasse und einen auf der zweithöchsten Klasse, glaube ich, aufgebaut. Und damit habe ich fast das komplette Spiel gespielt. Außer halt natürlich die Anfangs-Races und so weiter. Aber sonst habe ich sehr viel Zeit mit dem Aventador verbracht. Natürlich jetzt nicht hier so mega aufgebaut mit Breitbau und so. Das gibt es ja erst seit Teil 3. Aber im Prinzip verbinde ich schon mit diesem LP700-4 Aventador schon ziemlich viel. Ich meine, ich habe ihn auch natürlich in Forza Horizon 2 gehabt, aber gerade in Forza Horizon 1 habe ich da sehr, 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 sehr viel mit verbracht. Ich habe das Ganze ja auch nicht Let's Play damals, Horizon 1. Daher habe ich da nicht so viel Wert auf den Wechsel legen müssen. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch diese Fahrlinien an, weil ich ja zuletzt, ihr wisst schon, hups, ihr wisst schon, können wir Profi lassen, auf dem Frilltopia-Insel Spaß war, ne, auf dem Hot Wheels-Gelände. Da habe ich ja meistens diese Hilfslinie an, die brauche ich hier natürlich nicht. Hier können wir noch ein paar Fotos machen, ne? Wenn schon, dann denn schon, ja. Aber da sieht man auch schön, wie breit der Aventador halt einfach mal ist im Vergleich zum GTR hier nebendran. Das ist schon echt heftig. Schon böse. Wupp. Ja, Aventador kann man nichts sagen. Es ist einfach immer noch absolut ein böses Auto. Also auch unabhängig vom Breitbau, ne? Also, aber fährt sich echt gut für das, dass ich gar nichts eingestellt habe. Klebt das Ding auf dem Asphalt wie noch was. Also ich stelle da jetzt auch groß nichts ein. Ich würde sagen, wir lassen es einfach. Ich lege es jetzt einfach mal drauf an. Ich würde sagen, ich fahre mich jetzt noch ein bisschen ein auf dem Weg dahin. Hier hoch müssen wir nämlich. Und dann gucken wir mal, wie der Hase läuft. Da haben wir nochmal ein Foto, was wir machen können. Ja, jetzt müssen wir fast schon jedes Foto, was wir noch nicht haben, mal mitnehmen, weil sonst kommen wir nicht auf die 500, weiß ich, wie viele das sind. Man bedenkt, dass über 100 Fotos haben wir noch nicht gemacht, das ist schon echt heftig. Deswegen, da muss ich schon jetzt ein bisschen pushen, ne? So. Ja, also ich sag mal, der V12-Motor des Aventador ist schon geil, nur wir haben ihn schon sehr, sehr oft jetzt gehört, weil den halt echt jedes x-beliebige Fahrzeug einbauen kann. Und viele machen es halt natürlich auch von euch. Aber ja, hier gehört der Sound halt auf jeden Fall komplett rein.
Ich habe immer noch dieses EP-Schild da unten drunter nicht weggeholt, ne? Krass. Wird jetzt mal höchste Zeit, das da mal unten wegzufischen. Jetzt haben wir mal Zeit hier. Auch wenn es nur 1000 XP bringt, aber Hauptsache, wir haben es mal weg hier. Scheiße, das ist zu leicht. Da muss ich jetzt doch wieder durchs Wasser schippern. Ja, aber kein Problem. Unser Fahrzeug ist ja trotz Breitlegung und Tieferlegung immer noch geländetauglich. Das ist die Forsa-Logik. Genau, der Heckflügel ist schon echt böse. Okay, das ging nicht. Also die Einlenkreaktion ist schon echt extrem hoch. Aber die Kurvenspeed ist nicht im selben Verhältnis wie die Einlenkreaktion. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist eigentlich verarscht, auf gut Deutsch gesagt. Ansonsten, für das, dass ich nichts eingestellt habe, fährt sich das echt schon sehr, sehr gut. Geht halt überhaupt nicht über die Vorderachse, also gar kein Untersteuern. Was beim Allradfahrzeug halt schon mal gerne vorkommen kann. Naja, generell die Lambos sind schon sehr, sehr stark hier im Spiel. Viele beschweren sich auch immer wieder mal in den Kommentaren. Und ich kann es auch verstehen, dass wenn man einer öffentlichen Lobby beitritt und ein höherer Leistungsindex anlegt, also eine höhere Klasse quasi gewählt wurde oder aktiv ist, dass halt so gut wie jeder mit so einem Lamborghini-Vollaufbau irgendwie in irgendeiner Art und Weise rumfährt, weil die halt einfach ja am einfachsten zu fahren sind und da muss man auch groß nichts dran tunen, um schnell zu sein. Ja, das heißt nicht, dass man durch ein Tuning nicht noch ein bisschen was rauskitzeln kann, aber voll ablenken lassen. Tschüss, Abarth! Ich kann schon verstehen, dass man sich dann darüber ein bisschen aufregt, weil halt die Vielfalt ein bisschen fehlt, aber ich kann halt einfach nur empfehlen, halt, wenn es irgendwie geht, fahrt halt nicht in so öffentlichen Gedönser, sondern sucht euch vielleicht eine Community raus, fährt mit anderen Leuten oder so weiter. Also da kann ich immer wieder nur betonen, kommt einfach mal, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, auf unser Teamspeak. Denn da sind immer Leute, die ein bisschen zocken und da lernst du halt Leute auch mal kennen, ja, die gleiche Interesse haben, wie unter anderem hier in Forza Horizon 3 und dann einfach mal zusammen mit denen ein bisschen unterwegs zu sein und halt einfach sich mal auf eine Fahrzeugklasse einigen und so weiter und dann muss man auch nicht mit Lamborghini und so weiter rumfahren. Zumindest mit dem Vollaufbau und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier gegen den aufgebauten Super Veloce anstehen können. Der hat ja auch eine Verbreiterung am Start, am Stiesel. Gucken wir mal, ob wir eine Chance haben. Der zieht schon böse ab, aber ich gehe trotzdem davon aus, wir haben bessere Karten als noch mit der Eclipse. Shit. Aber ich glaube, wir kommen fast nicht um den Turboaufbau drumherum. So leid es mir tut. Und anders kann das ja bei Musialaga auch nicht sein, weil sonst würden wir nicht auf diesen krassen Leistungsindex kommen. Auch wenn ich hier gerade nicht gut fahre. Ich rutsche sehr viel rum, muss ich sagen. Die Strecke ist extrem nass. Also um Allrad kommt man definitiv nicht drum rum. Das gibt's ja nicht. Der hängt mich regelrecht ab. Aber ich versuche jetzt hier natürlich auch im absoluten Limit mich hier zu bewegen. Upsala. Ja, und vielleicht ergibt sich noch eine Chance, weil er stecken bleibt. Vielleicht brauchen wir doch keinen Turbo-Umbau. Mann, Ski an. So. Jetzt können wir schön auf Safety fahren. Nicht so wie zu Beginn des Rennens, alles zu viel riskiert und dann von der Strecke abgeflogen. Aber der wird jetzt vielleicht, wenn er sich fängt, nochmal kommen und nochmal angreifen. Weil das Rennen schon fast vorbei ist, weil jetzt geht es ja gleich nur noch auf der Autobahn um richtig viel Topspeed. Sollte schnell mal wieder hier rüberfahren. Da hinten ist er. Oh je, ich habe schon ein bisschen Schiss, weil der wird, wenn das drauf anlegt, sehr, sehr schnell werden. Aber wir haben schon mal einen guten Vorsprung. Oder kommt er? Och nee, oder? Krass. Ja, ich hätte ihn jetzt abcrashen können, bla bla bla, aber hey. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also trotz seines Fehlers, aber wie gesagt, 995 KLI,
diese 33 Leistungsindexpunkte, die können halt natürlich schon mal viel ausmachen. Also, hilft alles nix. Wir müssen zurück in die Werkstatt. Es muss eine Zwangsbeatmung rein in den Aventador. Und dann müssen wir aber auf jeden Fall ein bisschen Feintuning anlegen, weil dann kann ich mir vorstellen, dann wird das Fahrzeug zur richtigen Zicke. So, zurück mit dem wilden Stier. Schade, fast hätte es gereicht. Ja, ich hätte abcrashen können, bla bla bla. Das macht man nicht, ist unfair. Ja? Auch wenn es nur quasi ein computergenerierter Gegner ist. Das ist nicht fair, meine lieben Leute. Gut, dann bauen wir um. So, da kommt der Turbo rein. Piu, da ist er drin. So, hier, ich kontrolliere nochmal, aber das ist eigentlich nur beim Antriebssystem, ne, wo man hier was sich verändert. Genau, aber beim Motor hat sich natürlich was verändert. Das ist alles noch drin weiterhin. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt? 7 Liter, okay. Ist auch alles drin. Das ist tatsächlich nur der Turbo jetzt. Und ja, da kommen wir zu hoch. Also ich glaube nicht, dass wir in die X-Klasse gehen dürfen. Deswegen gucken wir mal. Da verlieren wir sogar jetzt. Denn da wären wir jetzt auf einem genau selben LI. Hätten 1024 kW. Das nochmal umgerechnet sind 1379 PS. Ja, wir wissen alle, wenn wir den Vollaufbau machen, kommen wir sogar auf 1500 PS, aber ich will mal denselben Leistungsindex haben, und deswegen, ja, übernehmen wir das mal. Also es würde noch ein bisschen mehr gehen, aber wir werden jetzt auch ein bisschen was im Feintuning machen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit allzu glücklich werden. Deswegen gehen wir noch eins zurück. Tuning, machen wir ein bisschen den Reifendruck ein bisschen reduzieren. Also nämlich sowieso viel Reibung am Start. Getriebe würde ich eigentlich ganz gerne mal lassen. Das ist eh schon lang genug. 7 Gänge und so weiter. 416 aktuell. Der Stand der Dinge. So, beim Allrad können wir ruhig ein bisschen mehr hier machen. Das können wir eigentlich... Ja, doch. Können wir eigentlich mehr oder weniger lassen. Stabis passt eigentlich soweit. Federn. Guck mal, wir können noch tiefer gehen. Aber mache ich nicht, weil das ist dann zu tief. Wie tief geht aber? 9,6. Ja, okay, aber nee. Wir müssen auch noch ein bisschen Federweg haben. Das darf man nicht unverkennen. Eigentlich passt das schon ganz gut. Wir können hier hinten ein bisschen weniger noch machen. Aber nicht zu viel. Ja, das passt eigentlich soweit schon ganz gut. Ein bisschen. Aber eigentlich passt das schon. Gut, gut, ne? So, hier können wir vielleicht ein bisschen reduzieren. Hier auch. Hier könnten wir vielleicht gucken, dass wir noch mal ein bisschen mehr auf die Hinterachse geben. Vielleicht zu 78. Und dann probieren wir das mal. Aktuell 419 km/h Topspeed. Wenn man Getriebe vielleicht anpasst, wird noch ein bisschen mehr gehen, aber das ist jetzt aktuell gerade gar nicht relevant. Wir fahren mal ein paar Meter nochmal. Ja, der schiebt natürlich jetzt schon mal ganz anders an nach vorne. Die Frage ist nur, wie gut kriegen wir das Vehikel um die Kurven? Das darf man nämlich auch nicht unterschätzen. Aber schon krass, wie der jetzt durchzieht, ne? Was so eine Zwangsbeatmung halt ausmacht. Aber gut, die Zwangsbeatmung ist halt natürlich auch heftig. An so einem hochgezüchteten V12-Motor nochmal eine Aufladung dazugeben, das ist schon heftig. Naja, ich meine, der schiebt schon etwas über die Vorderachse, aber das liegt halt auch, wie gesagt, daran, dass wir jetzt einfach im Verhältnis viel zu viel Leistung haben. Und der Aventador das überhaupt nicht auf die Straße bekommt. Guck mal, da vorne haben wir noch eine Blitzerzone oder einen Blitzer, den wir noch gar nie gemacht haben. Mal gucken, ob der auf dem Schotter machbar ist mit dem Fahrzeug hier. Ui, ja, da haben wir den auch mal erledigt. Ich glaube, das ist... Dafür vergebe ich 3 Sterne. Danke. Rein, keine Sorge. Ich glaube, die Straße sind wir groß, noch nie groß gefahren, außer mal vielleicht im Rennen. Und deswegen hatten wir den Blitzer nicht. Aber die Straße entdeckt. So, jetzt aber zurück auf den Asphalt. Da gehören wir nämlich hin mit dem Teil. Naja, Kurven ist nicht ganz so. Aber mit diesen hohen Geschwindigkeiten. Das ist halt natürlich das Bodykit mehr Schein als Sein. Also es bringt halt leider keinen Angriffsdruck oder so. Nicht so wirklich. So, jetzt gucken wir mal. Also ich glaube, wir können natürlich im Getriebe noch ein bisschen länger gehen, ne? Da geht noch ein bisschen was.
Ja, machen wir mal das insgesamt ein bisschen länger. Vielleicht nicht ganz so viel, aber passt schon. Wir verlieren ein bisschen von 0 auf 100, aber das ist ja nur in der Theorie so. Topspeed gewinnen wir aber hier massiv jetzt. Und trotz Nicht-Vollaufbau. Komm da rum. Oh, das ist ja krass, ey. So. Gucken wir doch mal. Aber der marschiert schon echt gut, muss man echt mal sagen. Ja, 435 Hammer. Ja, das ist immer so bei der obligatorischen Geschwindigkeit, wo meistens so ein bisschen das Spiel sagt, nö, schneller darfst du nicht mehr. Also immer das im Bereich eines Bugattis bzw. eines Hennessy, sofern sie voll fahren dürfen. Ja, gut, dann fahren wir jetzt nochmal zum besagten Rennen. Probieren es erneut. Jetzt bin ich aber sehr guter Dinge, dass wir es schaffen. Also bei so einer krassen Speed, die wir jetzt hier auf dem Autobahnstück hinbekommen. Also wenn wir es durch die kurvigen Abschnitte einigermaßen durchschaffen, denke ich mal, haben wir sehr gute Karten eben hier auf dem Autobahnabschnitt. Zu dominieren. So. Jetzt steht er auch hier. Ne? Nice. Da haben wir den. So. Alle guten Dinge sind doch bekanntlich drei, habe ich mir sagen lassen. Also. Gucken wir doch mal, ob wir jetzt eine Schnitte haben. Jetzt dürfen wir im Beschleunigen nicht wirklich schlechter sein. Wir haben denselben Leistungsindex. Wir werden ungefähr dieselben Leistungseckdaten haben. Ja, aber er kommt ein bisschen besser weg am Start. Liegt natürlich auch daran, dass die drei Vatare mit Fahrhilfen fahren. Ne? Das darf man auch nie verkennen. Ey, das gibt's nicht. Diese erste Kurve. Verkacke ich jedes Mal. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch nicht aufgegeben. Oh, schiebt der jetzt gerade über die Vorderachse. Ja, das Setup ist natürlich nicht jetzt unbedingt das Beste, was ich je gemacht habe, das ist klar. Und, oh Gott, der Regen ist hier echt brutal. Ich muss hier mit viel mehr Gefühl um die Ecken fahren. Jo, und wieder neben raus. Was ist denn jetzt los? Also da bei aller Liebe, aber das ist einfach zu viel Leistung für das, was das Fahrzeug um die Kurven bringt. Also selbst mit einem guten Setup, glaube ich, wird man da nicht so viel rauskitzeln. Aber auch er hat Probleme. Ja, vielleicht überstürzt sich es auch ein bisschen zu sehr in gewissen Abschnitten. Ja, ist der Verkehr hier ist natürlich blöd. Oh, ich dachte, ich komme noch rum. Aber wir sind breiter als gedacht. So, jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt ist es gleich ein reines Beschleunigungsduell. Jetzt gucken wir mal. Ja, ein bisschen den Windschatten ransaugen. Aber ich glaube, von der Power her sind wir diesmal im Vorteil. Miau. Dementsprechend hat er in den Kurven ein bisschen seinen Vorteil gehabt. Boah, der Verkehr ist aber auch nicht ohne. Aber diesmal haben wir es geschafft, wenn es auch zwischendrin nicht danach aussah. Sehr schön, auch wenn es sehr knapp war diesmal. Jo, nice. Und da kriegen wir auch einen Erfolg, denn wir haben den Straßenrennen-Champion geschlagen. Wir haben jedes Straßenrennen absolviert. Wurde jetzt auch endlich mal Zeit, würde ich sagen. Und da haben wir ihn gewonnen. Sieh dir das an. Der hat mehr Flossen als ein Space Shuttle. Das Teil geht sicher gut ab. Du ja. Weißt, wo du mich findest, wenn du eine Runde drehen willst. Wieso muss ich... Ich nehme dich doch jetzt nicht mit. Ich nehme dich jetzt mit. Dich als Zuschauer. Denn den muss hier Lago lassen wir uns jetzt nicht entgehen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir den jetzt aufgebaut bekommen haben. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir bekommen die meistens nämlich nicht aufgebaut. Bin mir aber gerade selber nicht sicher. Egal, wir gehen mal zurück. Gucken mal, einen Musilago hatte ich ja schon in der Garage stehen. Den habe ich ja mal beim Wheelspillen gewonnen. Und deswegen habe ich ja das auch ein bisschen rausgezögert, weil ich gedacht habe, ja gut, der Musilago. Ich habe ja schon einen. Ja, so dringend brauche ich ihn nicht.
Aber egal, wir haben es jetzt mal erledigt. Ja, wir haben es jetzt auf der Habenseite. Und ja, ich weiß, ich muss mal die ganzen Schilder und so weiter mal noch echt fertig machen. Wird höchste Zeit. So, wir gehen zu Lamborghini. Wo haben wir ihn denn? Den Lamborghini. Sup, 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 sup. So, da haben wir ganz viele. Ja, sind leider beide Serie. Aber dann nehmen wir jetzt einfach einen von beiden. Und ja, versuchen den mal auf diesen Leistungsindex aufzubauen, ob das geht und wie es geht und so weiter. Können wir einfach mal ganz fix am Ende noch machen. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Leider weiß ich jetzt gar nicht, was für Felgen der hatte, ob er die Serienfelge hatte oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, gucken wir mal. Es gibt auf jeden Fall auch hier wieder ein Breitbau. Tuff. Sieht halt schon böse aus, ne, mit dem Breitbau. Auch von der Form her und so. Wobei ich sagen muss, hier die Frontsplitter gefällt mir in der Serie tatsächlich ein bisschen besser. Also diese Seiten und so, die sind schon geil, aber das so in der Mitte finde ich nicht so elegant gelöst, ehrlich gesagt. Hätte man schöner machen können. Ansonsten, ja. Ja, auch Heckbereich ist jetzt nicht allzu wunderschön. Aber wir machen es trotzdem mal. Wir bauen den auch mal komplett um schnell. Schnellumbau. Einfach mal alles reinklatschen, was da so geht. Dann gucken wir hier auch mal. Hier können wir auch den. Das ist halt natürlich schon ein richtiger Brummer hier, ne? Krasser Scheiß. So, dann Reifen. Hatten wir auf jeden Fall die hier. Ich weiß es gar nicht. Hatte er die? Ich glaube, ich lasse es mal so. Wir können es zwar tatsächlich jetzt auch groß machen. 19 oder sogar 20 Zoll. Das ist aber zu viel. 19 wird noch gehen. Machen wir mal 19 Zoll. Und hinten auch. Aber sonst ist es, glaube ich, ein bisschen too much. Ja, zurück. Dann machen wir hier noch ein bisschen alles rein. Also wir haben... Mal gucken, auf was für eine Leistungsindex wir jetzt hier so kommen. Vor allem müsste der ja kurvenspeed-technisch noch mal ein bisschen krasser abgehen, als es eben gerade der Aventador tat. Denn zumindest kam er hier richtig gut um die Kurven. Oder vielleicht bin ich einfach auch schlecht gefahren oder ich habe einfach das 0815 Setup einfach nicht so gut gemacht. Also vom Gewicht sind wir schon, für jeden Fall schon mal schwerer. Gucken wir mal. Aber ich glaube, wir kommen hier, wenn wir voll aufbauen, auf die X-Klasse. Ja, da braucht man nicht drüber erzählen. So, auch hier Hubraum auf den 7 Liter hoch. Ja, sind jetzt bei 9,75. Ne, wir kommen tatsächlich, so wie es ausschaut. Ne, hä, der hatte 995. Achso, ich glaube, durch die Felgen. Pass mal auf, wir probieren mal was aus. Machen die jetzt doch nochmal kleiner. Ich meine, besser fürs Fahrverhalten ist es. Brauchen wir nicht drüber reden. Machen wir die nochmal. Vielleicht war das auch der ausschlaggebende Punkt. Aber trotzdem hat er 995 gehabt. Hat er andere Felgen gehabt? Probieren wir mal leichtere Felgen aus. Finden wir ja meistens hier. Ja, da, tatsächlich, leichtere Felgen machen es aus. Suchen wir uns doch jetzt gerade ein paar schöne Felgen, die leichter sind. 12 Kilo sparen wir da. Nochmal die nehmen. Die. Die passen denn da? Das ist wieder die Qual der Wahl. Die mal nehmen. Komm, eigentlich ist es egal. Wir nehmen jetzt die einfach mal. Wenn sie dir nicht gefallen, such dir einfach bildlich andere aus. Ist jetzt egal. Das ist ja nur mal ein Test. Ja, wollen wir einfach mal auschecken, wie der so abgeht. 1070 kW hat der hier, also der hat mehr Leistung wie der, den wir gerade eben hatten. Wir sind aber auch ein bisschen schwerer hier. Ja, umgerechnet auf PS wären das dann, was? Okay, so viel, 1455 PS. Pff, nicht schlecht. Kann man mal machen, würde ich sagen. 1455 PS in einem Murcielago Super Veloce. So, ich stelle jetzt mal groß gar nichts ein. Wir fahren jetzt aber mal. Dann gucken wir mal, wie der hier so abgeht. Also wie gesagt, in den Kurven hatte ich das Gefühl, ging er krasser ab. Kann aber, wie gesagt, wirklich an den Felgen gelegen haben, weil wir einfach gar nicht so viel Reifenprofil hatten. Aber klingt tut er schon böse, ne? Boah, auch der Turbo-Sound. Okay, das ist schon leicht geil, muss ich sagen. Da haben wir ja lange Zeit mal was verpasst, würde ich sagen. Ich meine, der Murcielago Super Veloce ist sowieso eins der absolut geilsten Fahrzeugen. Wir müssen unbedingt was am Getriebe ändern. Wir haben nämlich nur 6 Gänge hier. Und da sind wir schon im Drehzahlbegrenzer. Das kann es nicht sein. Da müssen wir ein bisschen was ändern. Weil der erreicht bestimmt auch 400 irgendwas, wenn er will.
2,1 Sekunden Beschleuniger von 0 auf 100. Also der geht schon mal noch mal doch noch mal krasser ab. Zumindest mal, was das betrifft. Beschleunigen und so weiter. Klingt ja aber auch echt wie so ein Düsenjet. Hat auch ein sehr gutes Einlenkverhalten. Hatte allerdings der Aventador schon. Aber ich glaube, der ist ein bisschen tatsächlich besser in den Kurven. Und das hat man auch gesehen beim Drivatar. Allerdings hätte er dürfen beim Beschleunigungstest eigentlich nicht so verabkacken. Vielleicht hat er mich auch einfach gewinnen lassen. Aus Mitleid, ja. Sowas machen manche Leute ab und zu. Weiß ich nicht, ich habe sonst keine Chance. Egal. Der geht schon richtig geil um die Kurven. Leckt mich am Arsch im Vergleich zum Aventador. Also gut, beim Aventador muss ich sagen, ich glaube, ich habe auch ein bisschen in die falsche Richtung getuned. Also in der Feineinstellung. Ich denke, durch die richtige Feineinstellung könnte man da nochmal was ganz anderes rausholen. Aber ja, auch ich liege manchmal mit meinen Einstellungen oder mit meiner Philosophie, wie ich ein Fahrzeug einstelle, manchmal daneben. Kann ja nicht immer alles auf Anhieb klappen. Ich denke mal, beim Aventador hätte man schon noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Aber der hier, der geht schon ganz gut. I like. Und ja, ich würde sagen, ich beende diese Folge und gebe dir nochmal ein bisschen vollen Soundporn. Und wo macht man den am besten, wenn nicht hier im Tunnel? Deswegen verabschiede ich mich für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht, man hört sich in der nächsten Folge wieder von Forza Horizon 3. Bis dann.